wo ich so gerade im Lobpreis war, ging mir irgendwie Daniel sein Bild mit dem Ölwechsel. Ich bin auch Mechaniker, komme aus dem technischen Bereich. Das sind so Bilder, die für mich sowas zum Sprechen haben. Und ich habe so einen Eindruck, dass hier auch Leute sitzen oder vielleicht eine Person sitzt, die denkt, mein Ölwechsel, der ist schon viel länger verfallen. Aber es geht viel tiefer. Es ist so, dass ich eigentlich schon längst einen Motorschaden habe. Vielleicht denkst du, ich bin eigentlich total im falschen Raum, am falschen Ort gerade in diesem Moment, aber lass dir sagen, du bist, glaube ich, genau am richtigen Ort. Sei offen, hab offene Ohren, hab ein offenes Herz, gerade wenn du dich gar nicht dazu fühlst, dass du hier gerade am richtigen Platz sitzt. Unser Gott ist der gleiche, gestern, heute und auch morgen, und er kann auch kaputte Motoren reparieren. Thema haben wir heute, Jesus, wer bist du? Also darüber eine Predigt in 20 Minuten zu machen, ist eigentlich vermessen. Unser Jesus ist so groß, er hat unendlich Bücher gefüllt. Ratzinger, andere Theologen haben sich weit darüber ausgelegt. Aber ich hoffe, dass wir so eine Grundessenz von Jesus einfach heute zu uns nehmen können. Wer ist Jesus? Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für mich? Jesus nachfolgen. Das sind so Punkte, die mir durchgegangen sind. Und ich habe gedacht, ich fange mal ganz von vorne irgendwie an. Ich habe mich beschäftigt mit Leuten, die früher zu Jesus Zeiten waren, Flavius und andere, die über Jesus geschrieben haben. Aber ich habe gedacht, das ist so dünn, das ist so wenig. Ich fange einfach mit der Bibel ganz vorne an. Was ist Jesus? Wer ist Jesus? So ein kleiner Steckbrief. Die meisten kennen ihn, die meisten haben schon im Wort gelesen, aber vielleicht auch nicht jeder. Ich fand es immer ziemlich doof, wenn ich im Gottesdienst saß und eigentlich habe ich nichts kapiert. Der erzählte was von Heiligen und anderen Dingen und ich wusste eigentlich gar nicht, was er meint. Messias und all solche Wörter und ich habe mein Fremdwort Duden heute gar nicht dabei. Geburtsort von Jesus. Das Schöne finde ich eigentlich, oder in der Bibel das Faszinierende, dass im Alten Testament schon viele hundert Jahre, bevor Jesus auf diese Welt gekommen ist als Gottes Sohn, immer schon die Worte geschrieben wurden, dass er kommt und wie er kommt. In Micha 5,1 können wir zum Beispiel lesen, und du Bethlehem, Ephrata, die du klein bist unter den Tausenden in Juda, aus dir soll mir der kommen, der in Israel her sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Und in Matthäus können wir dann schon die Erfüllung lesen von dieser Prophetie, die rund 400 Jahre vorher aufgeschrieben worden ist. Matthäus 2,1, da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen. Jesus wird geboren, und zwar nicht in Jerusalem, wo die Weisen ihn eigentlich auch erst gesucht hatten, wo sie Herodes getroffen haben. Nein, er ist in Bethlehem geboren. Ich sag mal, im Schwarzwald kennt man so kleine Dörfer, in Norddeutschland sagt man Kaff dazu. Vielleicht ist Bethlehem eher ein Kaff im Gegensatz, wie man heute sagen würde, New York City oder Berlin oder eine andere Großstadt. Aber Gott hatte vorausgesagt, Jesus wird geboren in einem kleinen Kaff, in Anführungszeichen, in Bethlehem. Was lesen wir von seiner Mama? Auch hier gibt es schon eine Prophezeiung rund 700 Jahre, bevor Jesus gekommen ist auf die Welt. Jesaja 7,14. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den wird sie nennen Immanuel. Immanuel ist einfach die Aussage, Gott ist mit uns. Und in Matthäus wieder die Erfüllung schon. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so, als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkam, sprich bevor sie Geschlechtsverkehr hatten, dass sie schwanger war. Das ist nicht gängig, oder? Das war vom Heiligen Geist. Maria war ein Mädchen, die war rund 15 Jahre, also für heutige Verhältnisse würde ich sagen, eine recht junge Mama. Und Gott sprach über den Engel Gabriel im Vorfeld zu ihr und sagte, dass sie einen Sohn geboren werden, also einen Sohn gebären wird. Und den soll sie Jesus nennen.
gesellschaftlich erstmal, also wenn ich jetzt die Frau wäre, ich sollte ein Baby kriegen, ich bin verlobt, mein Mann weiß von nichts und jetzt, das ist ein bisschen tiefer, als dass ich nur mal eben, das hört sich so leicht an oder so flockig, ich kann mal eben Papa oder Mama werden, aber ohne dass ich da was zugetan habe, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Aber Maria hatte ein offenes Herz und wo Gott zu ihr sprach, sie soll Jesus gebären, den Sohn des Höchsten, sagte sie, ja. Wir lesen nicht, dass sie erst noch mal so am Stockeln war oder so, sondern sie hatte ein Herz, sie wusste, Gott spricht zu ihr. Dieses Kind, dieser Junge wird was ganz Besonderes. Aber Josef, wo er irgendwie erstmal mitbekommen hat, dass seine Angetraute quasi schwanger ist, da ging ihm was ganz anderes durch den Kopf. Aber auch nur, weil er ein guter Mann war, weil früher hätte durchaus auf Ehebruch oder so Steinigung bestanden. Aber er dachte, okay, es ist schwer im Herzen, aber ich werde mich einfach hintenrum verdünnisieren. Ich mache mich aus dem Staub. Aber auch Gott spricht durch einen Engel im Traum zu ihm und sagt, Josef, sorge dich nicht. Sorge dich nicht, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu nehmen. Denn Jesus ist vom Heiligen Geist in deine Frau hineingekommen. Gottes Sohn wird deine Frau gebären. Und Josef nahm dieses auch auf sich und sagte, ja, ich möchte quasi der Stiefpapa von Jesus sein. Wenn wir jetzt so weiter unsere Familie zusammensuchen, gibt es noch Geschwister bei Jesus. Halbbrüder halt, weil Gott war nur der Papa von Jesus. Und zwar hatte er, wenn wir Matthäus lesen, 13,55 bis 56, 4 Halbbrüder und mehrere Halbschwestern. Das sind so die Basisdaten, habe ich gedacht, eigentlich selbstverständlich, aber irgendwie vielleicht auch doch nicht für dich. Zusammengefügt, Jesus, Gottes Sohn, ist nicht in New York geboren, er ist nicht direkt ins Fünf-Sterne-Büro oder Hotel nach Hilton gelandet und hat gesagt, hey, hier bin ich, mir geht's gut, dient mir alle. Nein, Jesus ist ganz still, klein, zurückhaltend gekommen. Da hätte er ganz anders auftreten können. Aber Fazit, Jesus ist Gottes Sohn von Ewigkeit her und er ist als Mensch auf die Welt gekommen. Im Johannesevangelium, in den ersten Kapiteln, können wir viel lesen, was Jesus getan hat. Er hat Heilungen vollbracht, er hat Menschen gesund gemacht, er hat Menschen persönlich Berührung geschenkt. Und im Johannes 6 weiter lesen wir von einem Essen, was ja nicht weiter ungewöhnlich ist. Die Sache war halt, Jesus war über so einen See rüber geschwappt, sag ich mal, und hat sich auf dem Berg ein Plätzchen gesucht. Seine Jünger waren dabei, aber wo er so guckte, kamen da irgendwie so rund 5000 Männer, plus Frauen, plus Kinder. Und es war schon gen Abend und irgendwie eine Imbissbude war gerade nicht zu sehen. Kantine Daimler hatte wahrscheinlich zu der Zeit da noch nicht existiert, auf jeden Fall. Also was machen? Und Jesus sagt, wie können wir denen jetzt was zu essen geben? Und ich glaube, in diesem Moment wäre ich als Jünger jetzt so ein bisschen unsicher geworden, weil, gute Frage, wie soll ich mal eben so 6.000, 7.000 Leute versorgen mit Essen? Ein Ding der Unmöglichkeit, oder? Jesus merkte dann und wusste, okay, lasse mal alle hinsetzen und betete ein ganz einfaches Gebet, ein Dankgebet zu seinem Papa im Himmel, zu Gott. Und vorher hatte sich einer gemeldet, der hat nämlich sein Vorratspäckchen mitgehabt, ein Junge, der hatte 5 Brote, 2 Fische. Summiert in kleinen Teilchen wird es echt schwierig, alle satt zu kriegen, denke ich. Aber Jesus betete und sagte zu seinen Jüngern, komm, wir teilen das Brot aus. Gib's aus. Ich stelle mir jetzt vor, als Jünger wäre ich jetzt auch noch ein bisschen kleiner. Ich denke, Jesus, das sind 5 Brote. Guck mal, so kleine Stücke kann ich da echt nicht rausmachen. Und dann stelle ich mir das so bildlich vor, wie seine Jünger anfangen, das Brot auszuteilen. 1 Brot. 2 Brot. 3. 4. 5.
Oh, 6, 7. Hey. Essen im Überfluss. Und es geht weiter. Sie teilen aus und währenddessen muss eine Freude in den Jüngern vorgewiesen sein. Wie würde ich mich fühlen, wenn ich merke, hey, ich habe ein unlösbares Ding, ich soll die Leute versorgen und es läuft. Kennt ihr das, wenn ihr merkt, es läuft mit Gott in der Sache, ihr kommt nicht weiter, ihr steht irgendwo und wisst nicht, wie es weitergehen soll und ihr könnt auf einmal aus dem Vollen schöpfen. Nicht aus eurem Vollen, aber aus Jesus sein Vollen. 12 Körbe voll haben die Jünger danach noch eingesammelt, damit es nicht vergammelt. 12 Körbe waren übrig von 5 Broten. Können wir darüber noch staunen heute oder ist das so eine Bibelgeschichte, die wir jeden Tag lesen? Also ich bin immer so versucht, wenn ich morgens eine Bibel lese, dass ich das so runterlese, bestimmte Sachen. Dass ich es eigentlich gar nicht rankommen lasse, wie groß Jesus ist, wie groß Gott ist, was er für Wunder tut, was er für Wunder getan hat. Aber auch erst heute der gleiche, wie wir gehört haben. Was möchte Jesus uns sagen? Er versorgt uns. Auch gerade in Situationen, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Jesus ist unser Versorger in allem. Er ist barmherzig. Mit den Bedürftigen sind Jesus, mit dem sie bedürftig sind. Jesus sieht die Not des Einzelnen. Körperlich, geistig und auch seelisch. Er kann aus dem Wenigen, was wir haben, so viel mehr machen. Wenn du glaubst, du kriegst nichts hin und du vielleicht meinst, ja, ich schaffe eigentlich nicht viel, wenn ich mir die Fähigkeiten angucke, vielleicht wenn ich mich mit Daniel vergleiche, so als Redakteur, ja, ich breche mir vielleicht den Schreibtisch, den Bleistift ab oder was weiß ich, oder wenn ich mich mit bestimmten Sachen messe, ihr kennt bestimmt dieses Bild von Tiki Küstenmacher, wo ein Affe, ein Elefant, eine Giraffe und so nebeneinander sitzen und dann sagt ein Mann, ihr kriegt alle die gleiche Aufgabe von mir. Ihr müsst diesen Baum hochklettern. Gleiches Recht für alle. Elefant und Giraffe machen ein ziemlich dummes Gesicht, oder? Vielleicht hat Gott was ganz anderes mit dir vor. Jesus kann so viel mit dir bewirken, wenn du es zulässt. Lassen wir es zu, dass Jesus was tut mit mir? Öffne ich mein Herz für ihn? In Johannes 6,35 steht, Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Mit dem Wunder, was er zuvor getan hatte, gab er den Hinweis darauf, dass er das Brot ist. Sprich, die Grundlage des Lebens eines jeden Gläubigen. Ein jeder, der an Jesus glaubt, ist bei ihm genau an der richtigen Adresse. Er ist die Grundlage, das Fundament von meinem ganzen Sein. Da geht es nicht nur um, dass ich morgens, mittags und abends was zu essen habe und dazwischen vielleicht auch noch. Es geht darum, dass ich einen Grundsinn in meinem Leben habe. Bin ich gewollt? Was mache ich in meinem Job? Was sind meine Herausforderungen? Alles ist gegründet in Jesus. Ich kenne hier so viele, die auch hier im Gottesdienst sitzen, die in diesen letzten Jahren so großen Herausforderungen waren. Ob auf der Arbeit, ob gesundheitlich, ob ja, in den unvorstellbarsten Dingen irgendwo mittendrin stecken. Und immer wenn ich sehe, dass die Leute sich so auf Jesus gründen, können sie noch eine Freude ausstrahlen und können anderen Menschen was weitergeben, was wir aus uns heraus nicht machen können. Wir können das nicht machen, aber Jesus hat mit jedem einzelnen Plan und er kann uns Stärke und Kraft geben in unserer Verlorenheit. In Johannes 10,11 lesen wir, seht, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Hier spricht Jesus auch von sich. Er selbst ist der gute Hirte von all den Menschen, die an ihn glauben. Wie ein Hirte auf jedes Schaf aufpasst, so viel mehr hat Jesus sein Leben für dich sogar am Kreuz geopfert, von Golgatha, hingegeben. Er hätte damals theoretisch auch sagen können, ey, ich habe keinen Bock, mich von denen anmachen zu lassen, mich treten zu lassen, mich schlagen zu lassen, mir eine Dornenkrone aufzusetzen, mich sogar unter den qualvollsten Bedingungen ans Kreuz nageln lassen und zu sterben. Jesus hätte theoretisch sagen können, nee, mache ich nicht.
Der hat mir Gedanken gemacht, Jesus hätte es nicht machen müssen. Aber er hat es getan. Warum? Weil er seinem Vater gehorsam ist und weil er dich liebt. Jeder einzelne von euch hier ist geliebt, ohne Ende geliebt. So sehr, dass jemand sein Leben am Kreuz für dich geopfert hat. Wenn du denkst, du bist nicht geliebt oder du bist nicht angenommen, das ist die größte Lüge des Lebens. Jesus liebt dich durch und durch. Jesus ist der Mittler. Wenn man jetzt eine theologische Predigt machen würde, dann würde man auf jeden Fall von der Priesterschaft von Jesus reden. Man würde von dem Prophet Jesus reden und man würde von dem König Jesus reden. Weil das hat die Bedeutung im Hebräischen Messias oder im Griechischen das Christus. Es sagt so viel aus über das, was er ist und wer er ist. Er ist erwählt, er hat eine Beauftragung, eine Bevollmächtigung durch Gott. Der Gesalbte, zu was wurden die Leute gesalbt, was Christus heißt. Gesalbt wurden wirklich die Leute, die als Könige eingesetzt worden sind, die einen klaren Auftrag hatten zu herrschen. Den hatte Jesus auf jeden Fall, als Gottes Sohn, Gottes Reich zu verkünden. Er hat als Prophet Gottes Wort gesprochen, in die Menschen hinein, zu den Menschen, mit den Menschen. Und die Priesterschaft, die Priester hatten immer die Aufgabe, zwischen den Menschen und Gott zu vermitteln. Sie haben die Opfer gegeben im Alten Testament, bloß Jesus Christus ist das einzig und endgültige Opfer. Er hat sich selbst geopfert für dich und für mich. Im Johannes 8,12, da redet Jesus aber abermals zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Derjenige, der Jesus Christus nachfolgt, wird nicht im Dunkeln herumlaufen. Das heißt nicht, dass es keine Herausforderungen mehr gibt, wenn du Jesus folgst. Vielleicht sind es manchmal sogar noch mehr. Aber du läufst nicht alleine durch die Dunkelheit deines Lebens, sondern im Licht Jesu Christi. Für uns heutzutage ist Licht so eine Selbstverständlichkeit, oder? Du drückst aufs Knöpfchen, Helligkeit. Guckt euch diesen Saal an, wir haben so viel Licht hier. Hans-Peter Reuer, verstorben mittlerweile, Leiter vom Tauernhof unter anderem, hat immer so eine Berghöhlenwanderung gemacht. In so einer Kurzbibelschule und auch mit anderen Leuten. Und die sind in diese Höhle hineingegangen und haben alles Licht ausgemacht. Eine absolute Finsternis. Wenn wir zu Hause vielleicht im Bett liegen, im Schlafzimmer, man hat immer noch so ein Grundlicht. Aber es war viel düsterer. Viel, viel düsterer. Und eine Stunde lang in so einem dunklen Raum, ich glaube, das macht was mit einem. Und er hat nach dieser einen Stunde hat er ein ganz leichtes Karbidlicht an seiner Stirnlampe angemacht. Und er sagt, alle halten sich die Hände vor Augen, weil dieses kleine Licht so stark leuchtet. Und ich glaube, so in der Richtung müssen wir uns Gott vorstellen, bloß dass dieser Raum dann durchflutet ist mit Licht. Jesus ist nicht nur und redet nicht nur vom Licht, sondern er ist das personifizierte Licht. Im Johannes 10,7, da sprach Jesus wieder: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Das sagte Jesus, nachdem er sich mal wieder mit ein paar Gesetzeslehrern in der Wolle hatte, die sich darüber aufregten, dass Jesus an einem Sabbat Menschen gesund macht. Wie kann er das tun? Gott sagt, das ist ein heiliger Tag. Aber Gott sagt auch, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, damit er zur Ruhe kommt. Gott ist immer interessiert, wenn es jemandem schlecht geht, wenn er krank ist, ihnen Gesundheit zuzukommen lassen. Weil er liebt seine Kinder. Er ist die Tür zu den Schafen. Gottes Gemeinde sind seine Schafe.
Und Jesus ist die Tür, um hineinzukommen in Gottes Gemeinde. Es geht nicht darum in der Gemeinde, dass ich der größte Spender bin, dass ich den poliertesten Stuhl habe, dass ich den frommsten Anblick von allen mache, dass ich gute Dienste mache, sondern es geht als erstes darum, dass ich Jesus lieb habe und dass ich weiß, dass ich in dieser Gemeinde nur sein kann, weil Jesus mich liebt. Ich möchte niemanden auffordern, jetzt seine Dienste hinzulegen und alles niederzulegen. Nicht, dass das falsch rüberkommt. Aber das Fundament ist Jesus. So one and only, der einzig wahre Jesus. Und dann kommen wir ganz automatisch in die Dienstbarkeit. Weil wenn ich von Jesus lese in der Bibel, hat er auch Rückzugorte gesucht, aber er war aktiv. Er war aktiv mit seinem Papa zusammen. Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, denn er ist der einzige Gott. Und im Johannes 5,1, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Weinstock, Weingärtner. Für uns oft, ich bin jetzt wenig im Garten unterwegs, ist das oft wenig zu assoziieren. Aber es ist so, wenn die Weintrauben zu früh gepflückt werden, ist vorbei, oder? Also ich mag jedenfalls so unreifes Obst und unreife Dinge mag ich überhaupt nicht. Und Jesus möchte, dass wir an ihm sind, dass seine Kraft, seine Herrlichkeit durch uns durchfließt, dass wir an ihm angeschlossen sind und dass wir nicht autark für uns alleine irgendwo rumdümpeln, sondern dass wir mit Gott eins sind. Und das können wir nur erreichen, indem wir fest mit ihm verbunden sind. Wir feiern jedes Jahr Weihnachten, sprich Jesus seine Geburt. Er ist nicht im Krankenhaus geboren, sondern in sehr armseligen Verhältnissen. Und dieser Gott ist auf Erden gekommen durch sich. Jesus selber ist als Gottes Sohn zu uns auf die Erde gekommen. Und im 2. Korinther 5, 14 und 15 steht, was immer wir tun, tun wir, weil die Liebe Christi uns bewegt, weil wir glauben, dass Christus für alle gestorben ist. Glauben wir auch, dass unser altes Leben vorüber ist, das wir früher führten. Er starb für alle, damit diejenigen, die sein neues Leben erhalten, nicht länger für sich selbst leben. Dankeschön. Sie sollen viel mehr für Christus leben, der für sie starb und auferstanden ist. Ist gut, wenn der Bruder die Not sieht. Ich war die Woche in manueller Therapie. Ich weiß nicht, wem das was sagt. Ich habe akute Rückenschmerzen so gehabt die letzten Wochen. Und dann geht man zu so einer manuellen Therapie und die nimmt sich genau die Stellen vor, die wehtun. Also die tun eigentlich sowieso schon weh. Eigentlich hat man eher so eine Schonhaltung und sagt, komm, da kommt mir keiner ran. Aber nein, genau diese Stelle wird geknetet, die wird gedrückt und verrückt. Und während dieser manuellen Therapie fühlt man sich eher so, als wenn man vom Lastwagen überrollt wird. Man kann sich es vielleicht auch vorstellen, so eine Zitrone, die ausgequetscht wird. Die Therapeutin sagte mir auch so, ganz ermutigend, ja, ich war auch mal bei einer Kollegin eine Viertelstunde unter die Hände. Ach, das war so schlecht. Ja, so ging mir das auch. Aber das Schöne daran ist, dass es nach der Behandlung besser wird. Also in der Behandlung ist das echt unangenehm. Also würde ich sagen, nee, wenn das alles ist, lass es lieber sein. Das ist nicht schön und das tut weh. Aber nach der Behandlung wird es besser. Und ich glaube, heute ist auch so ein Tag, wo Jesus unsere schmerzhaften Punkte bearbeiten möchte. Vielleicht ist mein schmerzhafter Punkt, dass ich noch gar keinen Zugang zu ihm habe. Vielleicht ist mein schmerzhafter Punkt auch, dass ich irgendwo in Sünde leben. Vielleicht habe ich Unvergebenheit gegen einen Freund, gegen Bruder, Schwester, wie auch immer. Vielleicht ja, lebe ich in Sünde, in Unzucht.
Es gibt so viele Dinge, so viel Verhärtung in einem Leben, die sich manchmal so auftun. Und manchmal merkt ihr das, wenn mit dem Rücken, wenn ich so eine gewisse Haltung habe, dann tut es auch gar nicht weh. Eigentlich brauche ich gar nicht zur Behandlung. Doch, letztendlich muss ich zur Behandlung, weil die Schmerzen gehen von alleine nicht weg. Wundepunkte, verhärtete Muskeln, die müssen bearbeitet werden. Ich möchte echt jeden ermutigen, der Verhärtung hat, sich in Jesus seine Therapie zu begeben. Bei Jesus ist das, was ich absolut cool finde, der ist als Therapeut absolut geeignet, weil er kennt mich sowieso schon. Wisst ihr, es hat einen Vorteil, wenn ich dem nichts mehr vormachen kann. Also euch allen kann ich hier wunderbar nach draußen hin schön den Glitz vormachen und innen drinne kann es bei mir ganz duster sein. Aber Jesus kann ich nichts mehr vormachen. Der kennt dich durch und durch. Ist doch befreiend, oder? Also ich finde es nicht immer befreiend, aber es hilft. Weil ich kann mit ihm offen reden. Er weiß alles. Ich habe so einen besten Freund, mit dem ich eine Zweierschaft hatte über viele Jahre und der weiß eigentlich auch alles von mir. Und wisst ihr, erst dahin zu kommen, ist manchmal ganz schwer. Aber wenn man das erreicht hat, ist es unwahrscheinlich befreiend, wenn du Menschen hast und vor allem, wenn du Jesus hast, dem du alles abgeben kannst. Du kannst deinen schwersten Rucksack, deine schlimmste Sünde kann nicht so sein, dass Jesus seine Arme nicht aufmacht. Wenn du denkst, du hast heute einen Motorschaden, wenn du denkst, dein Ölstand ist ganz unten, ist es vielleicht heute dran, ganz neu aufzutanken. In Johannes 3, Vers 16 steht, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ich bitte mal alle einfach die Augen zuzumachen. Nicht zu gucken, was der Nachbar denkt, was der Nachbar fühlt oder ganz frei. Wenn du merkst, dass Jesus dich heute vielleicht das allererste Mal anspricht, dass du noch nie von ihm gehört hast und du denkst, ja, ich bin vielleicht die Person mit dem Motorschaden. Vielleicht muss ich auch nur Öl auffüllen. Aber was ich vor allen Dingen möchte, mit Jesus vielleicht das allererste Mal Bekanntschaft machen. Zu sagen, ja, Jesus, ich möchte zu dir gehören. Dann möchte ich dich ermutigen, heb deine Hand hoch. Jesus sieht das einfach so als Zeichen, dass du mit ihm unterwegs sein willst. Ich danke euch. Jesus ist groß, oder? Halleluja. Und die jetzt die Hand gehoben haben, das ist so großartig. Das ist so großartig. Glaub mir, Jesus hat dich so lieb und er freut sich. Im Himmel ist eine Party. Ja? Jesus sieht dein Herz. Und wenn du vielleicht merkst, dass es heute dran ist, wieder ganz neu dich zu bearbeiten zu lassen, deine Therapie zu machen, dann bitte ich dich auch, deine Hand jetzt zu heben. Sei frei dazu, für Gott Wirkung zu geben. Mach dich offen für ihn. Wir sind alle im selben Boot. Wisst ihr, wir können Theologie studiert haben, wir können Professoren sein, wir können alles gemacht haben, aber ohne Jesus sind wir nichts. Gar nichts. Danke, Jesus, du bist so groß. Ich danke dir, Herr Jesus. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du Herzen auftust. Herr, und du hast gesehen, ja, wer jetzt seine Hände gehoben hat. Du weißt, Herr, Menschen, die dir das erste Mal das Leben anvertrauen wollen, Herr. Ich bitte dich, dass du öffnest, Herr, dass du Herzen weiter berührst, Herr. Ich danke dir, Jesus, du bist groß und herrlich. Ich bitte euch alle mal aufzustehen, die Augen wieder zu öffnen. Ich möchte gerade für die, die jetzt das erste Mal heute dieses so gesagt haben oder wieder neu zu ihnen gefunden haben, ein Gebet vorsprechen und möchte euch ermutigen, das nachzusprechen. Mein Gott und Vater, danke, dass du mich liebst und gute Gedanken für mein Leben hast. Es tut mir leid, dass ich mich nicht um dich gekümmert habe
und Dinge getan habe, die dir nicht gefallen. Bitte vergib mir meine Schuld. Danke, Jesus, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Heile, befreie und verändere mich, so wie du es schon immer geplant hast. Jesus Christus, bitte übernimm du die Leitung in meinem Leben. Ich will dir vertrauen. Amen. Gott segne euch.